Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabb ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister im Islam. Heute, insha'Allah ta'ala, wollen wir uns mit der nächsten Sura beschäftigen. Und zwar mit der Sura Nummer 92. Und es handelt sich hierbei um Surat al-Layl. Und Surat al-Layl ist schon etwas länger, deswegen werden wir die Sura nicht am Anfang vollständig rezitieren, sondern werden immer Schritt für Schritt, insha'Allah ta'ala, uns die Verse anschauen, bi'iznillahi azza wa jal, um dann auf diese Verse einzugehen. Surat al-Layl ist aber vorweg gesehen eine Sura, in der es um die zwei Wege geht. Um den Weg, der zu Allah Ta'ala führt, und um den Weg, der von Allah Subhanahu wa Ta'ala wegführt. Es geht in dieser Sura um den Sa'i des Menschen, das Streben des Menschen. Weil jeder Mensch strebt. Und unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, Asdaqul Asma'i al-Harith wa Hammam. Die Namen, die am ehrlichsten sind und am wahrhaftigsten sind, die am ehesten der Realität entsprechen, sind die Namen al-Harith und Hammam. Al-Harith, warum? Weil Harith von Haratha kommt. Und was heißt Haratha? Die Araber unter uns, was bedeutet Haratha, Yahruth? Na, mana Haratha? La, 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 Haratha. يعني إيه حرث الأرض؟ اشرحها. اشتغل في الأرض يعني حرثها بالضبط. عندك كلمة مرادفة لها بالعربي؟ ها؟ بس الدويتش فورد في حرثة. ايوه بالظبط، بارك الله فيكم. Das heißt sozusagen, dass man die Erde bestellt, ja, dass man im Grunde genommen dann auch sät, ja, und im Grunde genommen jeder Mensch tut das in irgendeiner Weise. Jeder Mensch sät etwas. Jeder Mensch ist beschäftigt mit seinem eigenen Ackerboden. Egal was es ist, egal was für einen Ackerboden er bestellt. Aber jeder Mensch bestellt in irgendeiner Weise seinen eigenen Boden. Egal ob dieser Mensch fromm ist, ob er nicht fromm ist, ob er rechtschaffen ist, ob er nicht rechtschaffen ist. Und der zweite Name ist Hammam. Und Hammam kommt von was? Himma. Dass man nach etwas strebt. Dass man im Grunde genommen immer etwas hat, womit man beschäftigt ist. Deswegen auch Hem. Hem ist eine Sorge. Hem ist etwas, was dir wichtig ist. Hem ist etwas, womit du dich auseinandersetzt. Und dementsprechend, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er zeigt uns hier auf, dass im Grunde genommen jeder Mensch immer mit seinem eigenen Ackerboden beschäftigt ist und auch in irgendeiner Weise Dinge im Leben hat, mit denen er sich beschäftigt und nach denen er strebt, egal was es für Dinge sind. Ob es belanglose Dinge sind oder ob es wichtige Dinge sind. Und in dieser Sura geht es genau darum. In dieser Sura spricht Allah subhanahu wa ta'ala darüber, dass die Menschen streben, aber dass das Streben der Menschen unterschiedlich ist. Inna sa'yakum la shatta. Euer Streben ist unterschiedlich. Und genau das ist es, worum sich diese Sura dreht. Diese Sura wird uns aufzeigen, dass es im Grunde genommen zwei Arten von Menschen gibt. Einmal Menschen, die nach etwas Gutem streben, und einmal Menschen, die nach etwas Schlechtem streben. Und dementsprechend beginnt auch Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura mit zwei Gegensätzen. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und diese Sura heißt Surat al-Layl, die Nacht, وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Bei der Nacht, wenn sie alles überdeckt, und dem Tag, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Allah subhanahu wa ta'ala erstellt hier Tag und Nacht gegenüber. Und das macht Allah ta'ala immer wieder, aus unterschiedlichen Gründen. Mal macht es Allah subhanahu wa ta'ala, um uns darauf hinzuweisen, dass diese Dunya vergänglich ist und dass das Leben auch vergänglich ist. Und dementsprechend der Mensch sich Gedanken machen sollte über sein eigenes Leben und über sein Streben. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. In der Schaffung der Himmel und der Erde und im Unterschied zwischen Tag und Nacht, in der Abfolge von Tag und Nacht, liegen wahrlich Zeichen für Menschen, die nachdenken. Und was machen diese Menschen, die einen Verstand haben? الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Jene, welche Allahs gedenken, im Stehen und im Sitzen und auf ihrer Seite liegend. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Und sich Gedanken machen über die Schöpfung der Himmel und der Erde. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. O unser Herr, du hast dies nicht sinnlos erschaffen, nichtig erschaffen. Subhanak, Preis sei dir. Faqina azab an-nar. So schütze uns vor der Strafe der Hölle bis zu den Enden der Verse, bis zum Ende der anderen Verse, und die Verse gehen noch weiter. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt manchmal diese Abfolge von Tag und Nacht, damit der Mensch sich über die Vergänglichkeit des Lebens Gedanken macht. Genauso auch wie hier an dieser Stelle. Das heißt, Allah ta'ala, er kann uns auf der einen Seite darauf aufmerksam machen, oh ihr Menschen, das Leben ist vergänglich, demnach, wenn ihr nach etwas strebt, dann strebt nach etwas, was nicht vergänglich ist. Euer Ziel sollte nicht dieses vergängliche Leben sein. Ihr lebt auf dieser Erde. Ihr habt zu streben, ihr habt euch Ziele zu setzen. Aber euer höchstes Ziel sollte immer was sein? Euer höchstes Ziel sollte immer das Nicht-Vergängliche sein. Wie dumm ist der Mensch, der das Vergängliche oder das Nicht-Vergängliche, das Ewige eintauscht mit dem Vergänglichen. Wie dumm ist dieser Mensch? Wie achtlos ist dieser Mensch? Und darauf will uns Allah subhanahu wa ta'ala aufmerksam machen. Aber Allah ta'ala, er kann auch diese Abfolge von Tag und Nacht aus einem anderen Grund erwähnen, um uns auf seine Allmacht hinzuweisen und aufmerksam zu machen. Und uns darauf aufmerksam zu machen, dass auch in der Abfolge von Tag und Nacht für den Menschen eine Gnade liegt. Und deswegen gibt es an anderer Stelle im Koran etwas, worauf Allah subhanahu wa ta'ala uns aufmerksam macht, indem er sagt, und mir fällt gerade der Anfang des Verses nicht ein, aber Allah ta'ala, er sagt, das ist die ungefähre Übersetzung, was würdet ihr tun, wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Tag ewig machen würde, dass immer nur Tag wäre, oder umgekehrt die Nacht ewig machen würde? Wenn der Tag ewig wäre, dann hättet ihr keine Zeit mehr, wo ihr euch wirklich ausruhen könnt. Und wenn die Nacht ewig wäre, dann hättet ihr auf der anderen Seite nicht die Möglichkeit, wirklich nach etwas zu streben. Euch würde diese Sonnenenergie fehlen, die euch Kraft gibt. Also Allah ta'ala, er macht uns auch darauf aufmerksam, dass dies eine Gnade ist für den Menschen, dass der Mensch auch Abwechslung hat, die er auch benötigt. Und dementsprechend Menschen, die immer in der Nacht arbeiten, denen geht es teilweise gesundheitlich auch nicht gut. Warum? Weil sie einfach dieses Licht der Sonne nicht abbekommen oder viel zu wenig davon abbekommen. Und einige von diesen Menschen müssen auch zum Arzt gehen, damit sie sich dort bestrahlen lassen können, damit sie wieder diese Vitamine bekommen, die sie nur durch die Sonne bekommen können. Und da sehen wir, dass darin auch eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala liegt. Und dass der Mensch dieser Gnade danken sollte und sein Streben auch in diese Richtung gehen sollte. Bei der Nacht, wenn sie alles überdeckt, und dem Tag, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Und jetzt bringt uns Allah subhanahu wa ta'ala eine weitere Gegenüberstellung. Immer wieder in dieser Sure werden zwei Dinge miteinander verglichen, zwei Dinge gegenübergestellt. Genauso wie das Streben der Menschen. Entweder gut oder schlecht. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَ. Und dem, der das Männliche und das Weibliche erschaffen hat. Wieder eine Gegenüberstellung. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt an anderer Stelle, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَ. Und das Männliche ist nicht wie das Weibliche. Eine weitere Gegenüberstellung. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala jetzt diese Gegenüberstellung gemacht hat, und auch in dieser Gegenüberstellung zwischen Mann und Frau, liegt wiederum eine Gnade für den Menschen. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Und zu seinen Zeichen gehört es, dass er aus euch Gattinnen erschuf, auf dass ihr ihnen beiwohnt, auf dass ihr dort Geborgenheit finden möget. Allah Ta'ala, er hat Adam a.s. erschaffen. Er war im Paradies gewesen. Er war der erste Mensch gewesen. Es hat ihm an nichts gefehlt. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ara. Ja, du sollst dort weder hungern, noch sollst du nackt sein. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ara. Wa la tadma'a fiha wa la tadha. Also im Grunde genommen, die sollst an nichts fehlen. Weder sollst du Durst haben, noch sollst du Hunger haben, noch soll dir kalt sein, noch soll dir zu heiß sein. Du hast alles. Und trotz alledem hat sich Adam a.s. irgendwie nicht ganz wohlgefühlt. Es hat ihm etwas gefehlt. Es hat ihm sein Gegenüber gefehlt. Es hat ihm der Mensch gefehlt, bei dem er Geborgenheit findet. Über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, An-nisa'uhunna shaqa'iqur rijal. Die Frauen sind die andere Hälfte der Männer, umgekehrt. Der eine ergänzt den anderen. Und ich finde erst dann Geborgenheit, wenn ich den anderen finde. Und dementsprechend sehr, sehr merkwürdig. Der Mensch, er liebt ja eigentlich was? Er liebt ja eigentlich Freiheit. Jeder Mensch liebt Freiheit. Aber subhanallah, wenn es um die Ehe geht, dann ist der Mensch bereit, sich freiwillig zu binden und diese Freiheit aufzugeben. Ja? Normalerweise jeder will seine Freiheit, jeder will tun und lassen, was er möchte. Das ist ihm am liebsten. Dass ihm niemand sagt, was er zu tun hat, niemand ihm in irgendeiner Weise Grenzen setzt. Aber wenn es um die Ehe geht, dann bin ich sogar bereit, Geld zu geben dafür. Bin ich sogar bereit, Geld zu zahlen. Ich bin sogar bereit, einen Mahr zu zahlen. Ich bin sogar bereit, dann ja meine Familie zu ernähren. Ja, ich bin nämlich freiwillig, subhanallah. Und da sehen wir, der Mensch in der Regel, der Mensch erfindet erst dann diese Geborgenheit in seinem Leben und diese Ausgeglichenheit. Er hat erst dann das Gefühl, dass er wirklich vollkommen ist, wenn er den Menschen findet, der ihm gegenübersteht. Und das ist dann entweder das Männliche oder das Weibliche gegenüber. Eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er macht uns darauf aufmerksam. Und er zeigt uns, derjenige, der das Männliche und das Weibliche erschaffen hat. Wieder diese Gegenüberstellung von Allah subhanahu wa ta'ala, in der sehr, sehr viele Weisheiten liegen. Was wiederum für uns, was bedeutet, dass wir Dankbarkeit zeigen sollten. Und dass unser Streben immer nach dem Guten sein sollte, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns so viele Gnaden erwiesen hat. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَ. Und jetzt kommt es. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Euer Bemühen ist wahrlich verschieden. Allah subhanahu wa ta'ala, er geht jetzt von diesen in Anführungsstrichen Gegensätzen, es sind ja keine wirklichen Gegensätze, Allah subhanahu wa ta'ala, er geht jetzt von diesen unterschiedlichen Paaren auf was zu? Auf unsere Taten und zeigt auf, es gibt Menschen, welche nach dem Guten streben und es gibt Menschen, welche nach dem Schlechten streben. Und die Frage, die sich ein jeder von uns stellen sollte, ist, wie sieht konkret dein Streben aus? Wonach strebst du in deinem Leben? Strebst du nur danach, um deine niederen Bedürfnisse zu stillen und zu befriedigen? Ist das das einzige Ziel in deinem Leben? Glaubst du, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dir diesen Verstand gegeben? Er hat dir diesen Intellekt gegeben? Er hat dich ausgezeichnet gegenüber den anderen Geschöpfen, nur damit du deine niederen Bedürfnisse erfüllst im Leben? Das kann auch nicht sein. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns doch nicht deswegen ausgezeichnet. Es muss doch irgendeinen anderen Grund geben, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala uns ausgezeichnet hat. Weil wenn er uns nur dafür erschaffen hat, oder nur dafür erschaffen hätte, dann hätte er uns genauso leben lassen können wie die Tiere. Es müsste dann keinen Unterschied geben zwischen uns und zwischen einer Kuh oder zwischen einem Schaf oder zwischen einem Kamel oder irgendeinem anderen Tier. Im Grunde genommen könnte Allah subhanahu wa ta'ala uns genauso erschaffen haben. Aber es muss doch einen Grund geben, weshalb wir Menschen als einzige Lebewesen auf diesem Planeten uns von den anderen Lebewesen unterscheiden. Es muss einen Grund geben, sonst würde das alles keinen Sinn machen. Wir wissen, dass natürlich Atheisten und Menschen, die nicht an Gott glauben, sagen, das sei die Evolution. Okay, das ist ihre Ansicht. Aber wir als Muslime sind tief davon überzeugt und fest davon überzeugt, dass dies einen anderen Grund hat. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns so unterschiedlich zu den anderen Geschöpfen erschaffen hat, für etwas Höheres. Etwas, was nicht einmal die Engel erreichen können. Nämlich, dass wir freiwillig nach dem Guten streben, obwohl wir nicht dazu gezwungen sind, wie es bei den Engeln der Fall ist. Dass wir versuchen, uns für das Gute einzusetzen. Und dass wir versuchen, uns innerlich zu reinigen und zu läutern, um eine vorbildliche Gemeinschaft zu schaffen, um wirklich unsere Funktion als Menschen auf dieser Erde zu erfüllen und ihr gerecht zu werden, nämlich dass wir Statthalter auf Erden sind. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Und eins sagte dein Herr zu den Engeln, ich werde auf der Erde einen Statthalter einsetzen. Das ist das eigentliche Ziel. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns vorgesehen hat. Dass wir Gutes tun, obwohl wir dazu nicht gezwungen sind. Und somit zeigen, dass der Mensch zu Gutem fähig ist, obwohl er eigentlich die Möglichkeit hat, genau das Gegenteil davon zu tun. Und dementsprechend, inna sa'yakum la shatta, euer Streben ist unterschiedlich. Und jetzt haben wir zu diesen Versen verschiedene Überlieferungsanlässe. Und einer der Überlieferungsanlässe ist, dass diese Verse offenbart worden sind, in Bezug auf wen? In Bezug auf zwei Personen. Die eine Person gilt als Musterbeispiel für den Weg und das Streben nach dem Guten. Und die andere Person gilt als Musterbeispiel für das Streben nach dem Schlechten. Das Musterbeispiel für das Streben nach dem Guten ist welches? Welcher Sahabi ist hiermit gemeint, mit dieser Sura? Über wen spricht Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura? Wir hatten das letzte Mal schon angedeutet gehabt und erwähnt gehabt. Abu Bakr as-Siddiq, absolut richtig. Allah subhanahu wa ta'ala, er bezieht diese Verse auf Abu Bakr as-Siddiq. Und es gibt jetzt unterschiedliche Offenbarungsanlässe, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala das auf ihn herabgesandt hat. Und zwar, weil er nämlich derjenige war, der gerade in der Anfangszeit des Islam, und es handelt sich bei dieser Sura, das haben wir nicht erwähnt gehabt am Anfang, um eine mekkanische Sura. Nach den meisten Gelehrten, nach der großen Mehrheit der Gelehrten, handelt es sich um eine mekkanische Sura, die fast nach allen Gelehrten wie genannt wird Surat al-Layl. Und zwar wird überliefert, dass Abu Bakr as-Siddiq gerade in der Anfangszeit des Islam sehr, sehr viele muslimische Sklaven freigekauft hat, die gefoltert wurden von ihren Herren. Und einer derjenigen, den Abu Bakr as-Siddiq freigekauft hat, ist wer gewesen? Ist Bilal al-Habashi radiyallahu anhu gewesen, der ja auf brutalste Art und Weise gefoltert wurde von seinen Herren. Er wurde in die Wüste gezerrt. Er wurde auf den heißen Wüstensand mit freiem Oberkörper gelegt. Es wurde noch ein Felsbrocken auf seine Brust gelegt Und es wurde von ihm verlangt, dass er Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschimpfen solle und sich vom Islam distanzieren solle. Aber das Einzige, was er sagte, waren die Worte gewesen, Ahadun, Ahad, Ahadun, Ahad. Nur ein Gott, nur ein Gott, nur ein Gott, nur ein Gott. Er ist der Einzige. Und das ist das, was ihm Kraft gegeben hat. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda, er konnte diesen Anblick nicht ertragen. Und Abu Bakr war ein erfolgreicher Händler gewesen. Und was hat er deshalb getan? Er hat diese Sklaven, die unterdrückt wurden, unter anderem Bilal radiyallahu anhu, hat er freigekauft. Die Mushrikun, als sie das gesehen haben, haben sie gesagt, er hat das nur getan, weil Bilal radiyallahu anhu ihm schon mal einen Gefallen getan hatte. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura herabgesandt hat, um aufzuzeigen, das kommt am Ende dieser Sura, dass Abu Bakr as-Siddiq dies ausschließlich für das Antlitz Allah subhanahu wa ta'ala getan hat und nicht, um in irgendeiner Weise damit etwas Weltliches zu erlangen. Und auf diese Verse kommen wir nachher noch zu sprechen, insha'Allah ta'ala. Das heißt auf der einen Seite das Musterbeispiel Abu Bakr as-Siddiq, der bereit gewesen ist, sein Leben zu opfern für die Sache Allahs. Der bereit gewesen ist, so viel zu geben, wie kein anderer musste. Und auf der anderen Seite wer? Wer ist das Gegenbeispiel? Was sagen die Gelehrten? Wer ist das Gegenbeispiel in dieser Sura? Die meisten sagen, es handelt sich bei dem Gegenbeispiel um Umayyah ibn Khalaf. Und manche sagen auch, es sei Abu Jahl. Unabhängig davon, Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt hier keine Namen, weil es nicht um die Namen an sich geht. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er formuliert das allgemein, um uns aufzuzeigen, dass diese Sura sich auf jeden anderen Menschen bezieht, der diese beiden Wege beschreitet. Ob es der Weg von Abu Bakr as-Siddiq ist oder ob es der Weg von Umayyah ibn Khalaf ist. Was ist nun der Weg von Abu Bakr as-Siddiq? Allah subhanahu wa ta'ala, er beginnt mit dem guten Weg. Und das zeigt uns auch einmal auf, dass Allah ta'ala uns immer wieder aufzeigt, dass er in Bezug auf die Menschheit optimistisch ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Hoffnung in dem Menschen setzt. Allah ta'ala, er hat den Menschen nicht erschaffen, damit er ihn in der Hölle bestraft. Ja, es gibt manche Muslime, die glauben, sie müssten sogar dafür sorgen, dass die Menschen so schnell wie möglich in die Hölle kommen. Und wenn sie Da'wah machen, dann machen sie einen Da'wah nur aus einem einzigen Grund. Iqamatul Hujjati alayh. Damit ich ihm sozusagen den Beweis unter die Nasen gerieben habe und jetzt weiß er Bescheid und wenn er es nicht annimmt, dann ist er in der Hölle. Mit dieser Absicht machen sie Da'wah. Sie machen Da'wah mit der Absicht, damit sie im Grunde genommen den Menschen sagen können, okay, du hast die Wahrheit nicht akzeptiert, warum sollte sie auch jemand von solch einem Menschen akzeptieren? Das sei mal dahingestellt. Du hast die Wahrheit nicht akzeptiert und jetzt habe ich die Hujja dir gegenüber vorgebracht, den Beweis dir gezeigt und wenn du ihn nicht annimmst, dann bist du in der Hölle. Allah Ta'ala, er hat die Menschen nicht erschaffen, damit er sie in der Hölle bestraft. Sondern Allah Ta'ala, er sieht zunächst erst einmal das Gute im Menschen. Und dementsprechend direkt darauf an den Vers über die Schöpfung, als die Engel sich dann gewundert haben, warum Allah subhanahu wa ta'ala denn bitteschön einen Menschen erschafft, der nur Unheil auf Erden stiften wird und nur Blut vergießen wird. Und das sehen wir ja tagtäglich. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ich weiß, was ihr nicht wisst. Ich weiß, was ihr nicht wisst. Das heißt, Allah Ta'ala, er sieht das Gute im Menschen. Trotz des Schlechten sieht Allah Subhanahu wa Ta'ala dieses Gute. Und er versucht immer wieder, dieses Gute im Menschen hervorzuheben. Und dementsprechend, Allah Ta'ala, er beginnt mit den Guten. Um aufzuzeigen, oh Mensch, ich habe Hoffnung. Und ganz gleich, was du getan hast, du hast immer die Möglichkeit, zu mir zurückzukehren. Du hast immer wieder die Möglichkeit, dich zu reinigen. Du hast immer wieder die Möglichkeit, zu bereuen. Ich werde deine Reue annehmen, weil ich weiß, dass in dir auch Gutes steckt. Ich habe dich erschaffen und ich weiß, dass in dir Gutes steckt. Nur das Problem ist, es gibt Menschen, die dann so weit gehen, in ihrem Streben nach dem Schlechten, dass irgendwann einmal das Gute so überdeckt wird in ihrem Herzen, dass es nicht mehr zum Vorschein treten kann. Und hierzu sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass wenn ein Diener Gottes eine Sünde begeht, Allah subhanahu wa ta'ala dann, oder ein schwarzer Punkt auf seinem Herzen entsteht. Ein schwarzer Punkt auf seinem Herzen entsteht. Wenn er bereut und mit der Sünde aufhört, wird sein Herz poliert und gereinigt. Wenn er aber weitermacht, dann wird sein Herz umhüllt von einer schwarzen Hülle. Und hierzu sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass damit die Worte Allahs gemeint sind. In Surat al-Mutaffifin, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Keineswegs, vielmehr hat sich um ihre Herzen eine Rostschicht gebildet, Ran, ja, ala qulubihim, durch das, was sie erworben haben. Das heißt, ihr Herz war eigentlich rein gewesen, aber sie haben immer wieder Schlechtes getan, dass irgendwann einmal ihr Herz nicht mehr dieses Licht der Rechtleitung empfangen kann. Also Allah sieht das Gute in dir, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Egal, was du getan hast. Egal, wie oft du gesündigt hast. Egal, wie oft du schwach geworden bist. Du kannst immer zurückkehren zu Allah Ta'ala. Du kannst immer diesen Weg beschreiten, den Allah Ta'ala jetzt beschreibt. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Was aber jemanden angeht, der geizt, was nun jemanden angeht, der gibt und gottesfürchtig ist. Der gibt und gottesfürchtig ist. A'ta wattaqa. Und dann, wasaddaqa bil husna. Und das Beste für wahr hält, fasanuyassiruhu lil yusra. So werden wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. Sehr, sehr interessante Verse, die aufeinander aufbauen. Was denjenigen betrifft, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, Nummer 1, der gibt. Wattaqa, Nummer 2. Und dann gottesfürchtig ist, dieses Gottesbewusstsein hat. Und dann Nummer 3. Wasaddaqa bil husna. Und das Beste für Wahrheit, was ist das Ergebnis, oh Allah? So werden wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. Ganz, ganz wichtig. Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt hier zunächst erst einmal, dass der Mensch selbst diesen Antrieb hat, etwas Gutes zu tun. Und er beginnt mit was? Er beginnt damit, dass der Mensch sich für andere Menschen einsetzt. Und deswegen, es gibt viele Menschen, die nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben und trotzdem bereit sind, sich für andere Menschen einzusetzen, oder? Sehr, sehr viele Menschen. Die haben einfach diesen Antrieb. Ich möchte etwas Gutes tun. Und diese Menschen, die bereit sind, etwas Gutes zu tun und die bereit sind, sich für die Belange anderer Menschen einzusetzen, die ein offenes Herz haben, Allah subhanahu wa ta'ala, er verhilft diesen Menschen gerade dazu, dass sie auch dann diesen Weg weiter beschreiten. Weil die Gelehrten nämlich sagen, die Jaza'u hasanatin hasanatu misluha. Die sozusagen die Belohnung für eine gute Tat ist, dass Allah ta'ala dir eine weitere gute Tat gibt. Also wenn du wissen willst, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ob Allah ta'ala eine deiner guten Taten angenommen hat, dann wirst du das ganz leicht herausbekommen. Wie findest du das heraus? Du findest das heraus, indem du nämlich schaust, ob Allah Ta'ala dir verhilft, weitere gute Taten zu tun. Und wenn er dir zu weiteren guten Taten verhilft, dann sei dir sicher, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala das angenommen hat. Und deswegen, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, er gibt. Und dann, er hat dieses Gottesbewusstsein. Und dann, es geht doch weiter. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ. Und das Beste für Wahrheit. Was ist denn das Beste? Die Gelehrten haben unterschiedliche Interpretationen und Deutungen über das Beste. Manche sagen, mit das Beste ist La ilaha illallah gemeint. Die Worte La ilaha illallah. Andere sagen, damit sind im Allgemeinen die guten Taten gemeint. Warum? Deswegen auch die weibliche Form. Husna. Ja? Al-A'mal al-Husna. Die schönsten Taten. Manche sagen, damit ist das Paradies gemeint, weil im Koran häufig Al-Husna mit dem Paradies gleichgesetzt wird. Das heißt, er ist jemand, der nicht nur an das Paradies glaubt, sondern jemand, der das Gute verinnerlicht und den Weg des Guten für richtig hält. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ. Das ist eine Überzeugung, dass ich auf dieser Erde bin, um Gutes zu tun. Und was wird Allah ihm geben? Allah sagt nicht, dass er ihm verhelfen wird zum Paradies. Allah sagt nicht, dass er ihn das Paradies betreten lässt, sondern was sagt Allah Ta'ala? Ganz, ganz wichtig. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. So werden wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. Das heißt, Allah Ta'ala, er führt dich auf diesem Weg, der dann zum Paradies führen wird. Er führt dich auf dem Weg des Guten. Genauso wie wir es gerade gesagt haben, aus einer guten Tat entsteht eine weitere gute Tat. Und Allah Ta'ala, er ebnet mir diesen Weg zu ihm. Was sind die drei Muhlikat? Da kann man sich erinnern. Wir hatten einmal einen Hadith gehabt, wo wir gesagt haben, Thalathun Muhlikat, wa Thalathun Kaffarat, wa Thalathun Munjiyat, wa Thalathun Darajat. Drei sozusagen vernichtende Dinge, die ins Verderben stürzen. Drei Dinge, die dich retten, drei Dinge, welche deine Sünden tilgen und drei Dinge, welche dich um Stufen erhöhen. Was waren nochmal die Muhlikat gewesen? Wer hat aufgepasst? Wer kann sich erinnern? Oder weiß es vielleicht jemand? Was sind die Muhlikat? Nummer 1, Hawan Muttaba. Was heißt es Hawan Muttaba? Was bedeutet Hawan Muttaba? Neigung, die ich befolge, der ich gehorche. Nummer 2. Schuhun Muta. Geiz, dem ich gehorche. Baqir. Ich bin Egoist. Ich bin ein Egoist. Ich denke nur an mich. Wa Schuhun Muta. Mein einziger Gott im Leben bin ich selbst. Meine einzige Qibla ist mein Nafs. Nur ich, alles dreht sich um mich herum. Und was ist Nummer 3? Und dass jemand sich selbst gefällt. Selbstgefallen, ne? Krankheiten, üble Krankheiten, die im Grunde genommen zu allen anderen dann Sünden und Krankheiten führen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Wa amma man bakhil. Was aber jemanden angeht, der geizt, ein Egoist ist, nur an sich selbst denkt, nicht bereit ist, für andere Menschen etwas zu tun, und sich für unbedürftig hält. Ich bin unabhängig von allen, ich bin auf niemanden angewiesen. Ich brauche keine Religion, ich brauche keinen Gott. Ich brauche all diese Dinge nicht. Ich stehe im Mittelpunkt als Mensch. Und dann, und das Beste, diesen Weg für Lüge erklärt, die guten Taten für Lüge erklärt, La ilaha illallah für Lüge erklärt, egal, all diese Interpretation für Lüge erklärt, der nicht bereit ist, nach dem Guten zu streben, was ist mit ihm? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. So werden wir ihm den Weg zum Schwereren leicht machen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er lässt ihn gehen, er lässt ihn in die Irre gehen. Und wir haben schon oft gesagt, Allah Ta'ala führt niemanden in die Irre, sondern er lässt die Menschen in die Irre gehen. Auf eine Sünde folgt eine andere Sünde. Das ist die Belohnung für deine Sünde. Auf eine Sünde folgt eine weitere Sünde. Gerade dann, wenn du die Sünde auf die leichte Schulter nimmst. Gerade dann, wenn du glaubst, du kannst machen, was du willst. Wenn du immer wieder deine Neigung befolgst, sei dir sicher, Allah Ta'ala, er wird dich irgendwann mal gehen lassen. Und dementsprechend, immer wenn du sündigst, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, bereue. Bereue. Und sei dir sicher, Allah Subhanahu wa Ta'ala, er wird dir helfen. Selbst wenn du immer wieder auf die Nase fallen solltest. Allah Ta'ala, er wird dir helfen. Und er wird dich nicht im Stich lassen, wenn er sieht, dass du aufrichtig in deinem Herzen bist. Irgendwann einmal wirst du bi'iznillahi azza wa jal von dieser Sünde loskommen. Gib dir Mühe, gib nicht auf. Das sind die beiden Wege, die Allah Ta'ala beschrieben hat. Und es gibt jetzt hier einige Überlieferungen in Bezug auf diese Verse, die wir gerade gelesen haben. Diese Überlieferungen, sie hängen eng zusammen mit dem Qadr. Aber sie sind ganz, ganz wichtig für unser Verständnis. Und zwar überliefert, oder wird von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert bei Bukhari und Muslim von Ali ibn Abi Talib. Der sagt, Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Baqir al-Gharqat fi Janaza. Wir waren mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam im Baqir al-Gharqat. Was ist dieses Baqir? Weiß jemand, was Baqir ist? Baqir al-Gharqat? Das ist der Friedhof in Medina, direkt neben der Moschee. Ihr wisst ja, in Medina, in der sozusagen Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, links von der Qibla, das heißt sozusagen, wenn man diejenigen, die schon mal dort gewesen waren, wissen, da ist dieser große Friedhof links von der Qibla. Immer nach jedem Gebet werden die Toten dorthin getragen. Und das heißt, das ist Al-Baqir. Und das nennt man auch Baqir al-Gharqat. Dort wurden die ganzen Sahaba und alle Leute, die in Medina gestorben sind, wurden in Baqir begraben. Und Ali ibn Abi Talib sagt, wir waren mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einer Janaza gewesen, also bei einer Beerdigung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erhielt hin und wieder bei solchen Beerdigungen eine Ermahnung. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min al-nar. Es gibt niemanden von euch, für den nicht sein Platz im Paradies oder sein Platz in der Hölle vorgeschrieben wurde. فقالوا, sie sagten, ja Rasulallah, in anderen Versionen, ja, o Gesandter Allah, sollen wir uns dann nicht einfach darauf stützen, Khalas, ja, wenn ich im Grunde genommen ohnehin schon im Paradies oder in der Hölle bin, wozu soll ich etwas tun? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt folgende Worte sagte, die sehr, sehr wichtig sind, die aber leider häufig viel missverstanden werden. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, strebt, handelt, handelt, weil jedem wird das leicht gemacht, wofür er erschaffen wurde. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Verse rezitiert. Und dann las er, das heißt, diese Verse erklären noch einmal die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte uns nicht sagen, ihr braucht nichts mehr zu tun, weil ohnehin alles vorgeschrieben wurde, sondern er wollte genau das Gegenteil. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte, dass die Menschen sich anstrengen. Natürlich weiß Allah, wo es hingehen wird. Und wir wissen zur Vorherbestimmung, Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ja unser Iman, gehört, dass Allah ta'ala, dass wir glauben, dass Allah die Dinge niedergeschrieben hat, die geschehen werden. Allah weiß, was mit uns geschehen wird. Aber weißt du es als Mensch? Bedeutet dies, dass Allah dich dazu gezwungen hat? Nein. Es ist das Wissen Allahs. Es stellt euch mal vor, Allah würde nicht wissen, was wir tun. Was wäre das für ein Gott, der nicht weiß, was wir tun? Was wäre das für ein Gott, der nicht die Zukunft kennt? Was wäre das für ein Gott? Das wäre kein Gott. Das wäre ein unwissender Gott. Das wäre kein Gott. Solch einen Gott müssten wir nicht anbeten. Solch einen Gott könnte er auch nicht erschaffen. Es wäre ein unwissender Gott. Und dementsprechend, Allah weiß, was mit uns geschehen wird. Das steht in einem Buch. Aber unsere Aufgabe ist es, was? Zu handeln und zu streben und Gutes zu tun. Und zu versuchen, unseren Weg zu finden. Kullun muyassarun lima khuliqa lah. Jedem wird das leicht gemacht, wofür er erschaffen wurde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche immer nach dem Guten streben, ya Rabbil Alamin. Und das liegt in unserer Hand. Und Allah ta'ala, er wird uns kein Unrecht tun. Und nachdem Allah Ta'ala jetzt darüber gesprochen hat, über diese beiden Wege, zeigt uns Allah Subhanahu wa Ta'ala in dieser Sura auf, das, was du tust als Mensch, das ist ausschließlich für dich. Allah braucht dein Handeln nicht. Du tust es nicht für Allah. Du tust Allah keinen Gefallen, wenn du Gutes tust. Du tust diesen Gefallen allein dir selbst. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Allah Ta'ala, er sagt jetzt, bevor er das sagt, was ich gerade gesagt habe, ich habe einen Vers versehentlich ausgelassen, Allah Subhanahu wa Ta'ala, er zeigt jetzt auf, dass wenn du nach dem Schlechten gestrebt hast und wenn du gegeizt hast und nur an dich selbst gedacht hast, dann wird dir dein Vermögen am jüngsten Tag überhaupt nichts bringen. Und zwar, und was soll sein Besitz ihm nützen, wenn er sich ins Verderben stürzt? Taradda, guck mal, Taradda von sozusagen Arradda, dass ich von einem höheren Abend, von einer höheren Stelle hinunterfalle. Allah Ta'ala beschreibt das ganz bildlich. Was wird ihm sein Vermögen nützen, In diesem Moment, wo er die Kluft hinunterfällt, überhaupt nichts. Niemand wird ihn retten können. Das Einzige, was ihn retten kann, sind seine guten Taten. Was wird ihm sein Vermögen nützen, wenn er auf As-Sirat, auf dieser Brücke, die über Jahannam gespannt ist und über die man gehen muss, wenn man in das Paradies gelangen möchte, was wird ihm sein Vermögen nützen, wenn er dort ausrutscht? Oder wenn er von den Haken eingefangen wird, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat. Oder wenn er von der Pflanze As-Sa'dan dann eingefangen wird oder an ihr hängen bleibt. Und die Pflanze von As-Sa'dan ist eine Pflanze voller Stacheln, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat. Und vergesst nicht, der As-Sirat, er ist dunkel. Man kann nicht sehen. Das Einzige, was die Licht geben wird, sind seine guten Taten. Und dementsprechend, Allah Ta'ala sagt dir ganz klar, dieses Vermögen, mit dem du gegeizt hast, was du angehäuft hast in diesem diesseitigen Leben, das wird dir später unter der Erde überhaupt nichts bringen. Und am jüngsten Tag schon gar nichts. Und dann kommt genau das, was ich gerade gesagt habe. Inna alayna lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Uns obliegt wahrlich die Rechtleitung. Es ist unsere Aufgabe, euch aufzuzeigen, was richtig und was falsch ist. Und das haben wir getan, indem wir die Propheten geschickt haben. Aber wir werden von euren Taten überhaupt nichts profitieren. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, und uns gehört wahrlich das Jenseits und das Diesseits. Alles, was ihr tut, alles, was ihr gebt, gehört ohnehin uns. Du kannst Allah nichts geben. Du tust es für dich selbst, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Und jetzt, nach dieser Gegenüberstellung, kommt eine weitere Gegenüberstellung. Und jetzt geht es um, wie gesagt, zuerst denjenigen, der vom rechten Weg abgekommen ist, und dann um denjenigen, der den guten Weg gewählt hat. Und Allah Ta'ala macht es jetzt hier umgekehrt, aus einem Grund. Damit diese Sura nicht nur mit der Hoffnung beginnt, sondern damit diese Sura auch mit der Hoffnung endet. Das heißt, am Anfang der Sura gibt uns Allah Ta'ala Hoffnung. Und er spricht zuerst über den guten Weg. Und am Ende der Sura spricht Allah erst über den Schlechten, um dann abzuschließen mit was? Mit der Hoffnung. Und dementsprechend, die meisten Menschen, wenn du ihnen sagst, willst du zuerst die gute oder die schlechte Nachricht hören? Was sagen sie? Lieber erst die schlechte. Ja, weil wenn ich die schlechte gehört habe, ja, dann kommt danach was? Dann kommt danach die gute Nachricht. Aber umgekehrt, wenn ich erst die gute Nachricht höre und dann die schlechte, dann wird diese Freude genommen. Und dementsprechend, er gibt uns Hoffnung. Er erwähnt jetzt erstmal den schlechten Weg und den Ausgang des schlechten Weges. Derjenige, der nämlich das Höllenfeuer betreten wird. Und dann am Ende, um uns noch einmal Hoffnung zu geben, spricht Allah subhanahu wa ta'ala über diesen guten Weg. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Und so habe ich euch gewarnt vor einem Feuer, das lodert, dem nur der Unseligste ausgesetzt sein wird. Und wer ist der Unseligste, der Elendste, der die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt? Noch einmal, wie wichtig. Allah Ta'ala, er sagt nicht einfach, derjenige, ja, der elend ist oder derjenige, der nicht geglaubt hat. Sondern Allah Ta'ala, er begründet, warum er in der Hölle ist. Ganz wichtig. Allah lässt ihn nicht einfach so die Hölle betreten. Sondern Allah Ta'ala, er zeigt auf, was der Grund ist, dass dieser Mensch das Höllenfeuer betreten wird, weil er nämlich geleugnet hat und er hat sich von der Wahrheit und vom Guten abgewandt. Und damit ist, wie die meisten Gelehrten sagen, Umayyah ibn Khalaf gemeint als Musterbeispiel und jeder, der es ihm gleich macht. Und auf der anderen Seite, derjenige, der geschützt wird vor dem Höllenfeuer, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Doch davon ferngehalten wird der Gottesfürchtigste werden, der seinen Besitz hingibt, um sich zu läutern, und niemand hat bei ihm eine Gunst anzurechnen, die vergolten werden müsste, wie wir es vorhin am Anfang gesagt haben in Bezug auf Abu Bakr as-Siddiq, als die Mushrikun ihm vorgeworfen haben, du spendest nur, weil er dir etwas Gutes gegeben hat. Und Allah Ta'ala, er erwidert und sagt, nein, er hat es ausschließlich für das Antlitz Allahs getan. Und das, was er dafür bekommt, ist وَلَسَوْفَ يَرْضَى, und er wird wahrlich zufrieden sein. Ähnlich wie Allah Ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in der darauffolgenden Sura gesagt hat. Welche war das gewesen? Surat Abduha. Ja? Was sagt Allah Ta'ala zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Surat Abduha? وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ja, salam. Und dein Herr wird dir geben, bis du zufrieden bist. Und du wirst zufrieden sein. Und genau dasselbe sagt auch Allah Ta'ala hier. Zu wem? Zu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda, wala sawfa yarda, und er wird wahrlich zufrieden sein mit dem, was Allah ihm geben wird, weil das, was Allah ihm geben wird, ist viel, viel mehr als das, was die Menschen ihm jemals hätten geben können, und jeder, der es ihm gleich macht. Und deswegen sagt Allah nicht hier Abu Bakr as-Siddiq, sondern Allah erhält es allgemein, jeder, der es ihm gleich macht. Der wird genau das bekommen, er wird zufrieden werden am jüngsten Tag und auch im diesseitigen Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu diesen Menschen gehören lassen und möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Streben immer zum Guten oder möge Allah uns immer nach dem Guten streben lassen und uns davor bewahren, dass wir nach dem Schlechten streben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Aufrichtigkeit geben in unserem Handeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche bereit sind zu geben und welche bereit sind, sich für andere Menschen einzusetzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor Geiz und vor unseren Neigungen bewahren. Amin ya Rabbil Alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.